Jesus ist tot. Seine Weggefährten sind starr, voll Angst und Entsetzen. Sie möchten ihre Trauer in die Welt hinausschreien und finden doch keine Worte. Tod und Zerstörung in Europa, Krieg in der Ukraine, unzählige Tote, unfassbares Leid, unsagbares Grauen. Die Opfer wollen ihre Trauer in die Welt hinausschreien und finden oft doch keine Worte. Wir wollen all das Leid vor Gott bringen, ihm das Elend klagen und trotz allem unser Vertrauen auf ihn setzen. Wir sind hier zusammengekommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Lassen Sie uns auf Worte der Verzweiflung und der Hoffnung hören. Ich bete mit Worten aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, denn du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, er helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. Amen. Wir bringen vor Gott unser Gebet, unsere Klagen und rufen zu ihm. Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen? Wir blicken auf das Leid in der Ukraine und den anderen Kriegsschauplätzen unserer Erde. All die Zerstörung, all das Grauen, all das Leid. Wir schreien es dir entgegen, Gott, wie Jesus am Kreuz. Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen? Wir blicken auf Tage voller Schmerzen, an denen wir die Stunden und Minuten kaum aushalten, an denen wir schreien möchten wie Jesus am Kreuz. Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen? Wir blicken auf Tage der Einsamkeit, an denen wir erleben, dass wir verlassen sind, verraten und verkauft. Gott, mein Gott, warum hast du uns verlassen? Wir blicken auf Tage voller Tränen, und Tage, an denen wir schon gar nicht mehr weinen können, vor lauter Traurigkeit. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lass das Leid dieser Welt nicht umsonst sein, Gott. Lass es geschehen, dass die Tränen unsere Seelen heilen. Lass es geschehen, dass der Schmerz uns zu neuem Leben führt. Amen.
Ich lese aus Evangelium nach Lukas. Es wurden auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprachen: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du dich nicht einmal vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das sagte, verschied er.